So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe mir wieder den Dommer dazu geholt. Good Dog. Und wir gucken uns den Kevin mit Maverick gegen Ferret mit Big Eldrazi an. Ich glaube, das erste Mal, dass Ferret an Kamera ist, tatsächlich. Ich wüsste nicht, dass der schon mal an Kamera war. Ja. Ich meine, wer in den Osten flieht. Wenn man abhaut. Ja, ansonsten, Big Eldrazi Maverick. Ich glaube, Big Eldrazi kann da ganz was Cooles reißen. Ja. Wenn da halt kein Wastelands kommen. Ja, die Wastelands machen da halt dann eine ganze Menge. Auch Once Upon a Time, Kevin, seine neue Lieblingskarte. Er hat sich monatelang dagegen gewehrt, weil er keinen Bock hatte, zu bezahlen. Und da kommt ein Wasteland. Es heißt jetzt die Frage, ob man jetzt Time Walkt. Ich sehe halt noch ein Ding. Oder ob man versucht, mit Fetch auf den Hierarchen, auf den Nomen. Ja, ich hätte auch gewastelandet, ja. Weil die Posts enable dem halt nächste Runde 3 Mana, wenn der Pech hat. Ja. Oder halt. Da wäre es tatsächlich 3 Mana gewesen. Drei Mana und das kann halt zu einer Trinisphäre führen oder halt zu dem Key und Grim Monolith oder so into 5 Mana, into Probleme. Ja. Ja, da kommt Fetch auf den Noble Hierarch. Genau. Artefakte für 1. Ist das jetzt alles noch eine Runde verschoben im Endeffekt? Ja, aber favored Kevin aktuell. Ich denke auch tatsächlich, dass Maverick da besser mit klarkommt. Vor allem, weil auf der anderen Seite halt auch jetzt aktuell jetzt kein Soulland lag. Ich glaube aber, ich habe da eine Engine 2. Ja. Die New Bordered, New Art. Engine 2. Walking Ballista Schuh. Das ist ähnlich wie ein Wasteland Time Tomorrow. Fühlt sich ähnlich an. Ja, so in etwa. Fühlt sich im Delver aber besser an. Prelate, da war auf jeden Fall jetzt so ein Fetchland Fetch. Prelate an sich, was sagt man beim Prelate? Es ist halt viel. Man hat zwei für Chalice auf 2 und den Grim Monolith. 3 für Trinisphäre. 4 für Khan und den. Wie heißt der Stein? Der 4 Mana. Trandinamo. 6 für den 6 Mana Ugin. 7 für Allstars. 8 für 8 Mana Ugin. Hier wäre der Chalice auf 1 gut gewesen, Turn 1. Natürlich, ja. Und vor allen Dingen, wenn der Prelate jetzt nicht weg gewesen wäre, dann wird er jetzt für 3 gekommen. Mhm. Wenn der Beatdown-Plan. Ich sehe da auch eine Chalice auf der Hand. Prelate. Ich weiß auch nicht, die kann. Hierarch. Der Hierarch, ja. Ich sehe auch eine Chalice auf 1, die man spielen könnte auf der Hand. Die bringt dort jetzt gar nichts mehr. Ich habe kein Land gesehen, tatsächlich. Deswegen glaube ich, das ist das Einzige, was er tun kann. Trandynamo kostet 4. Trandynamo kostet 4. Ulamog, Khan, Chalice. Und ein Ugin, ja. Das wird wahrscheinlich jetzt einfach eine Chalice auf 1 sein. Ja, ja, und dann auch noch für 2 Leben. Das ist halt super schade. Ja, hier sieht man noch das Kameraset, also sich noch leicht im Bewegen. Die Leben sind nicht mehr im Bild. Ja. Ja. Lässt den Kopf ein bisschen hängen. Ja, das passiert nicht mehr. Da haben wir das. Das war das allererste Spiel mit dem neuen Setup. Das passiert im zweiten schon nicht jetzt mehr. Jetzt kommt die interessante Frage. Jetzt ist halt wirklich die Frage, auf was man den legt. Ich würde den wahrscheinlich. Was ist der Ugin? 8. All is Dust ist 7. Ah, ist alles so gespreadet. Es ist wirklich, wirklich viel. Ich persönlich würde den auf 4 legen. Ja, wegen dem Khan. Weil ich tatsächlich am meisten Angst vor Khan into Ensnaring Bridge oder ähnliches hätte. Kannst aber auch einfach 3 legen. Eine 3 für die Trinisphäre, ich glaube sonst. Die Bridge kriegst du ja dann auch. Ah, die Bridge ist der Khan auch, ist ja dann auch. Aber dann ist der Khan halt trotzdem immer noch das Problem mit Lettuce. Ja, Lettuce kann halt Maverick auch ganz hart mal schnell überrennen. Der wird auf 2 gelegt, wahrscheinlich für Grim Monolith, weil der Grim Monolith würde ihn halt jetzt auf 6 Mana rampen, wenn er ihn ziehen würde. Das ist ziemlich gut. Der Grim Monolith und ist der Hof der Walker. Walking Ballista für 1? Ne, das sind ja Non-Creature-Spells. Hier zeigst du Artefakte vor. Ah, der ist ja gar nicht drin, stimmt. Matt? Ist ja kein Matt. Ist kein Matt und der Ding sagt ja nur Non-Creature-Spells. Ja. Was du aber auf 2 noch easy abschaltest, damit ist Spyglass. Ja. Die sind ja Mainboard. Und da hat Ferret August, glaube ich, 3 oder 4 Main. Ja. Jetzt kommt der immer halt für 4. 4 ist halt ziemlich gut. Plus der Knight, nächste Runde mit Wasteland. Da jetzt noch für 3. Noch ein Knight. Knight of Autumn wäre jetzt gut. Ja.
Aber was macht der Knight of Autumn? Der Knight of Autumn nimmt einfach nur den Key weg. Immer noch kein Land. Nee, das ist... Nächste Runde kommt Kevin für 7, 8. Ja, 7 und 8 Damage. Ich glaube, das ist ein Scoop. Er könnte jetzt natürlich noch hingehen, könnte... Quest in Peace spielen. Ja, aber kann man auch mal schieben, ne? Ja, ja, es ist... Fjellert hat, glaube ich, 2 Länder nicht gezogen, 2 Land-Drops gemisst. Das Wasted am Anfang war gut, tatsächlich. Das war glückbrechend. Aber jetzt sieht man halt die Lebenspunkte nicht. Das wird's nicht. Ja, das wird dich gleich wieder ändern. Von den... Vom Sideboard her... ich weiß gar nicht, Maverick boardet, glaube ich, nicht so viel rein. God Dog haben sie Main. Einen zweiten Knight of Autumn vielleicht. Ja. Abrupt Decays. Ich weiß nicht, ob Kevin, ja, Kevin spielt mit dem Schwarzsplash, könnte Abrupt Decays reinnehmen. Ja, stimmt. Und dann auf der Seite von Big Eldrazi. Wüsste ich jetzt auch tatsächlich nicht so. Also nicht viel, was geboardet werden kann. Oder geboardet werden sollte. Ja, und Knight of Autumn auf dem King. Autumn, Klatsch. Das ist halt auch nicht schlecht. Nee, jetzt 4 Mana von... Ja, das ist halt das andere Problem. Wenn da jetzt halt so Thought-Not-Seer oder so kommt, ist das schon ziemlich mies. Ich sehe Questing Beast bei Kevin auf der Hand und 3 Länder. Das ist eine Thespian Stage. Die hat Kevin auch auf der Hand. Das bedeutet, Kevin spielt mit Dark Depths Combo. Oh ja, Thought-Not-Seer. Thought-Not-Seer nimmt halt... Ja, die einzige Karte, die er nehmen kann. Nisold Exalt. Ja, und Karakas. Kann er jetzt halt noch hoffen, irgendwie Dark Depths zu ziehen? Das hat halt gleich 2 Draws. Mhm. Da wird gutes Spice, aber... Handy ist ausgegangen, kein Lebenspunkt. Ich glaube, es ist beiden aktuell noch auf 20. Da wird sich jetzt, glaube ich, dann ändern. Da ist ein Ugin, da ist ein Ulamo. Ja, das hat jetzt für 6 Mana. Immer diese Technik. Die begeistert. Auch schön hier zu sehen, die Companion App, die neue Wizards App. Die waren 3 jeweils. Ja. 5. Spyglass für 2. Und Karkas. Sagt man hier jetzt die Stage an oder sagt man hier das Drawland an? Ich hätte jetzt die Canopy angesagt tatsächlich. Weil er benutzt die Stage ja selber. Ja, ja, stimmt. Kahn. Nächste Runde Lettuce. Das klingt nicht nach so viel Spaß. Ja, vor allem kommt man da glaube ich auch nicht dran tatsächlich. Ich kann jetzt auch einfach direkt schon die Lettuce tatsächlich nehmen, denke ich. Ja, wird schon machen. Und dann. Kevin hat ja wahrscheinlich keinen Discord drin. Nicht, dass ich wüsste. Und sein Gardok halt Premium. Gardok wäre jetzt halt richtig gut. Es wäre halt auch ein Gegenargument, dagegen Lettuce einfach zu nehmen. Ja, ist ein Lettuce. Voll Lettuce. Ja, aber eine neue. Ja, aber wäre es trotzdem teuer gewesen. Swords to Plowshares. Ja, und einmal schiebt zusammen. Warum spielt man jetzt nicht Swords to Plowshares auf den... Man hätte jetzt Swords to Plowshares auf den Dings und dann hätte man mit dem Knight den Kahn umbumsen können. Genau, für 3 umbumsen können. Man hätte zwar immer noch nur 2 Länder auf der Hand gehabt und sonst nichts mehr, aber... Ferret hatte eine Menge Mana und hätte noch was machen können, aber das wusste Kevin ja in dem Moment nicht. Der hatte halt den Ugin noch auf der Hand, das wusste Kevin jetzt auch nicht, aber... Nee. Hätte er noch eine Karte gezogen durch den Thought-Not-Seer. Ja, ich denke, das hätte man machen können. Das hätte man nur machen können. Wahrscheinlich auch ein bisschen auch nicht. Chalice of 1 nicht, dass ich wüsste. Aber es glaube ich auch hier ein bisschen Time generieren und auch so diesen Frustfaktor zu unterdrücken. Weil wenn jetzt noch 2 Länder gekommen wären, wäre in dieses Deck viel zu sehr frustet gegangen. Ja. Das kann ich auch sehen. Fetch and Go ist nicht so, dass ich Start im haben möchte, aber ich sehe, wie gesagt, das Dark Depths auf der Hand. Ich habe den Collector Oof, mit der turnt alle Artefakte aus, ist ziemlich gut. Ja. Relic. Relic ist natürlich schon nicht so. Ja, die Oof ist halt super. Von der Top, ne? Once Upon a Time.
Er hat noch keinen Spell gespielt, ja, das heißt, die von der Top kann er gratis spielen. Boah, das kommt gut zusammen gerade. Hier, da, guck mal. Ja. Möchtest du was tun? Wow. Giver oder Savannah? Noch ein Once Upon a Time, noch ein Giver und was war das andere? Ich glaube, ein Greenzahn. Ja. Ja, das Land dazu ist halt, dann spielt man das auch, geht dann wahrscheinlich fetchen und spielt einfach den Collector-Ruf. Ja. Okay. Ja, Kevin kann ja aussuchen, was Exalt wird. Ja, genau, leider tatsächlich. Sonst wäre das Ding aber auch super broken. Ja, ja, wobei, da finde ich den neuen auch ganz geil mit dem ETB. Mit dem ETB, genau, dass der was rausnimmt und dann nochmal alles abblauen kann, das ist nicht schlecht. Oder halt eine Karte zieht. Ist im Modern sehr, sehr stark mit Lurus. Mhm. Da, wo man jetzt spielen kann. Macht super viel Spaß. Ah, Schwarzwald Forest. Ah. Wunderschön. Da kommt der Basic Land Knight. Ja, tatsächlich. Also wenn ich Forest spielen würde, irgendeinem Deck würde ich diese Forest spielen. Sind bockteuer, aber sie sind old bordered und sie sind aus dem Schwarzwald. Da kommt jetzt so, der Uf. Jetzt haben wir schon mal wesentlich viele Probleme weniger. Ja, man hat halt jetzt ein bisschen die Geschwindigkeit rausgenommen. Mhm. Kommt jetzt ein Chalice Whites. Okay. Das ist nicht schlecht. Weil ich glaube, so kann er halt den ganzen Quatsch mit Pumpen und so weiter und so fort halt jetzt abschalten. Ja, Knight ja. Hat Dark Depths oder Fespin's Dirge hat er auf ja, der Hand. Ja, Dark Depths auf der Hand. Das nächste Runde ist auf jeden Fall. Ja, nächste Runde in 2020. Aber Ferret hat eine Fespin's Dirge. Stimmt. Das ist witzig. Jetzt muss Ferret halt gucken, dass er nichts spielt, aber er weiß es halt auch nicht, ne? Nee, er weiß es nicht. Blastzone. Oh, auch sehr gut. Blastzone kann man halt hier auf 2 hochtickern, wenn man möchte. Mhm. 4 im Flottenzieher. Flottenzieher, jawohl. Ja, und jetzt sieht er das Dark Depths. Ja. Und Abrupt. Ja. Würde ich wahrscheinlich das Abrupt nehmen. Die Frage ist, ob Kevin hier die Stage noch im Blick hat. Ferret hat die jetzt gerade unter die Engine Tomb so gelegt. Wahrscheinlich nicht mit Absicht. Nee, nee. Aber er kann ja das Dark Depths jetzt machen. Deswegen. Ja, genau. Aber die Frage ist, ob er das realisiert, dass Ferret das hat. Weil das macht einen großen Unterschied. Ja, dann weil normalerweise versuchst du das ja so lange wie möglich, weil Ferret könnte ja einfach er hat ja einen Karakas ein One of Mainboard. Ja. Ja. Ja, genau. Er sagt hier Go. Er hat es wahrscheinlich nicht ganz realisiert. Ja, okay, aber wenn Ferret jetzt da drauf geht, dann aktiviert er einfach drüber und das Target ist weg. Ich glaube, dass er Ferret einfach jetzt, wenn er ein Land hat, Land legt und Go sagt. Und dann halt wartet drauf, dass es Kevin reagiert. Wenn Kevin das realisiert, dass dann eine Stage ist. Mhm. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Kevin kann immer noch in der Runde danach, in seiner eigentlichen Mainstep, wenn der Token noch angreifen kann, einfach nochmal Knight aktivieren, weil er es dann wieder enttappt und sich einen Karakas suchen. Ja. Das heißt, selbst wenn er es jetzt so macht, hat er immer noch Outs. Das ist halt das Schöne an einem Maverick-Deck, muss man halt auch einfach zugeben. Das Deck hat halt viele Möglichkeiten, da was zu machen. Ja, jetzt wird halt überlegt. Was macht man? Weil Ferret muss natürlich jetzt auch von seiner Seite aus sehen. Er muss jetzt den 2020 irgendwie handhaben. Ja, go und da kommt dann der... Da kommt der dicke fette Bogen. Darauf macht er dann sich ein 2020. Ja. Muss er sich nur noch Leben abziehen? Mal gucken, ob sie schöne 2020s haben von Tokens für MTG.com. Das kind of Schleichwerbung. Ich liebe Schleichwerbung. Das ist die Frage, ob er sich. Okay, er holt den. Ja. Er macht sich einfach den Token. Andersrum, Kevin. Macht auch andersrum. Richtig, wunderschön. Also, es ist. Gut, das ist ja auch sein Deck. Okay, man hätte also jetzt auch dafür gehen können, erstmal den. Ah, nee, dann hat man keinen. Hat man keine Lage, den man angreifen kann. Genau. Ist auch schlecht. Also, tatsächlich, ich war ja vor Ort hierbei und da hatte ich das schon abgeschrieben für den Kevin. Weil ich das nicht gesehen habe, dass er jetzt einfach aufs Karakas raussuchen kann. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht realisiert.
Also habe ich die zwei Leben abgezogen, sollte sich Karakas und Bumsten um. Ja, ich denke auch. Das dürfte gelaufen sein. Das ist dann ein 2-1. Sehr schnelle Matches tatsächlich. Ja, tatsächlich, hätte ich nicht erwartet. Ja, die können auch sehr lange machen, aber so war es doch nicht verkehrt. Ja, liegst du quer, siehst du mehr. Ja, wunderschönes Match. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.